Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zu den Update News vom 1. März. Ja, was ist heute neu? Ihr könnt schon sehen, das Ford Pinta Pony Championat hat einen neuen Look bekommen und ich finde, es sieht wirklich sehr gelungen aus. Mir gefällt das wirklich sehr. Hier vorne könnt ihr euch dann zum Championat anmelden. Aktuell startet gleich auch ein Champion und sie stehen schon alle hier. Richtig, richtig cool. Ihr habt jetzt auch euer Lager hier, einen Briefkasten, den Tierarzt und es gibt auch einen neuen Shop. Da schauen wir auf jeden Fall auch einmal vorbei. Wenn ihr nämlich Ruf sammelt, könnt ihr dann irgendwann dieses Set kaufen. Es ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Gefällt mir sehr. Könnt mir ja sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Set haltet. So, dann wollte ich euch noch was sagen. Und zwar, wo stehen sie denn jetzt? Standen hier nicht? Ah ja, da vorne. Hier vorne stehen jetzt auch die zwei Pony-Rassen, die ihr hier unter anderem kaufen könnt. Aber das Gotland-Pony hier kostet 750 im Normalpreis. Aber kauft es erstmal jetzt nicht hier. Denn in Moorland gibt es ja aktuell den Pferdebazar. Den zeige ich euch jetzt einmal. Denn da ist unter anderem auch das Gotland-Pony runterreduziert für 490 Starcoins. Also wenn ihr das kaufen möchtet, dann kauft das wirklich lieber hier. Ich zeige es euch einmal. Hier stehen sie nämlich jetzt. Und schaut mal, Gotland Pony 490 Starcoins. Also wenn, dann kauft es hier. Unter anderem ist auch dieses wunderschöne Assateague Pony runterreduziert für 420 Starcoins. Ich werde gleich auf jeden Fall ein Pony kaufen, welches weiß ich noch nicht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr reinschaut und ja, ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, welches Pony ich mir kaufe. Ich finde, zu diesem Preis ist es auf jeden Fall unschlagbar und das Gute ist, ich habe noch keines dieser beiden Ponys, von daher freue ich mich auf jeden Fall mega darauf. Ja, was gibt es noch? Die magischen Pferde sind wieder am Rotieren gewesen und Birkir und Hanami haben es nach Moorland geschafft. Falls ihr sie euch kaufen könnt oder möchtet mit den Haustieren, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne machen. Unter anderem gibt es für alle Star Rider mit einmaliger Zahlung auch im Bonus-Shop eine neue Knight Rider Hose. Auch sehr, sehr, sehr cool und nächste Woche kommen Calder und Ephira, die magischen Kristallpferde, nach Moorland. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, wie sie im Game aussehen werden. Ja, gleich gibt es dann einen Pferdekauf. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr vorbeischaut und dann sage ich bis gleich. Bye, bye!